Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ich dachte mir, es wäre mal nochmal Zeit für ein DIY. Und zwar gibt es heute kein Bastel-DIY, sondern ein Körper-DIY, ein Wellness-DIY. Und zwar machen wir heute ein Ingwer-Zuckerpeeling selbst. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt, was wir brauchen. Und dann legen wir los. Viel Spaß! Alles, was ihr hierfür braucht, sind 2 Esslöffel Kokosöl. 1 Esslöffel flüssiges Pflanzenöl nach Wahl. Hierzu möchte ich euch sagen, dass Olivenöl bei trockener Haut geeignet ist. Sonnenblumenöl für mehr Elastizität der Haut. Mandelöl für extra zarte Haut. Rapsöl bei reifer und schlecht durchbluteter Haut. Jojobaöl ist für alle Hauttypen. Und ich habe gar nichts davon zu Hause, deswegen nehme ich Sesamöl. Dann einen Esslöffel brauner Zucker. Salz würde auch funktionieren, ist aber härter als Zucker. Ein daumengroßes Stück Ingwer, geschält und gerieben. Ingwer wirkt entzündungshemmend, vitalisierend und kann helfen, Rötungen zu reduzieren. 1 Teelöffel Zitronenschale, ungespritzt und gerieben. Zitrone klärt die Haut. Und optional 5 bis 10 Tropfen ätherisches Zitrusöl, zum Beispiel Zitrone oder Orange. Zuallererst reibe ich jetzt mal hier so die Zitronenschale ab. Dann schäle ich den Ingwer und reibe ihn genauso wie die Zitronenschale. Jetzt nehme ich mir mein Kokosöl und einen Esslöffel und hole mir 2 Esslöffel voll Kokosöl in eine Schüssel. Dann schmilze ich das Ganze, könnt ihr auch im Wasserbad machen. Und dann gebe ich die restlichen Zutaten dazu. Also 1 Esslöffel brauner Zucker. 1 Esslöffel Öl. 1 geriebene Zitrone und der Ingwer. 1 das Duftöl. Ich habe jetzt Orange genommen, da ich Zitrone ja nicht ganz so mag. Das Ganze wird dann jetzt vermengt. So, das müsst ihr jetzt abkühlen lassen. Und wenn es ein bisschen abgekühlt ist, schlagen wir das Ganze schaumig. So, wenn das Ganze fest ist, sieht das so aus. Und das machen wir dann jetzt hier in eine Schüssel und mixen das richtig gut durch mit dem Handmixer. Jetzt ist das richtig schön cremig. So eine Masse eben. Und das Ganze machen wir jetzt am besten in ein Gefäß mit Schraubverschluss. Habe ich jetzt keins da. Ein Einmachglas gibt's auch. Dann ist das Ganze nämlich auch luftdicht verschlossen. Was vielleicht noch ganz wichtig wäre, ist die Haltbarkeit. Das ist so circa eine Woche bis anderthalb Wochen. Und deswegen würde ich euch raten, nicht zu viel davon anzumischen. Und wenn es dann doch ein bisschen zu viel ist. Und dann könnt ihr das ja eurer Mama oder eurer Freundin schenken. Zu der Anwendung einfach aus dem Pott rausholen und wie ein ganz normales Peeling anwenden. 2 bis 3 Mal die Woche schön abspülen. Und wenn ihr das getan habt, könnt ihr auch noch ein lauwarmes Handtuch, also ein Handtuch, das ihr in lauwarmem Wasser getränkt habt, danach zur Entspannung auf die Haut drauflegen. Ich fand das ein richtig cooles Peeling und es riecht super frisch und es wirkt wirklich Wunder und ist ganz ohne Chemie und ganz einfach selbst zu machen. Ich hoffe, das war mal was anderes. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und verlinke euch hier noch mein letztes Video. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ciao!